Herzlich willkommen zurück bei Hunter Game. Da muss ich jetzt echt nochmal, glaube ich, sehr schnell. Entschuldigung. Ja. Ich bin's wieder, euer Hunter Game. Jetzt nochmal mit WoT. Ich spiele wieder mal die SO8. Gemeistert natürlich. Und schönes Zeichen. Ja. Der Grund, warum ich so viel Arti spiele, ist folgendermaßen: Arti macht einfach am besten und am meisten Fun, weil du, egal was du machst, wenn du nur 3 oder 2 Hits machst, du machst einfach Plus. Und es macht einfach einen Heidenspaß zu sehen, wie die Gegner dann flamen, so, ja, du bist ein Idiot, du Noob. Alle wünschen sich immer, Arti schießen nicht auf mich, aber trotzdem machen sie es. Das ist ein Standard-Tier 8 Battle, da habe ich mir gedacht, abdrücken, nein. Hat er auch nichts gebracht. Und ich werde jetzt erstmal auch nicht auf den wirken können. Dass ich auch gleich checken werde. Auf jeden Fall. Standarddaten, Durchschlagkraft 88 mm, Schaden so in etwa 910 bis höher oder weniger halt. Hier habe ich zum Beispiel den AMX 5000, Entschuldigung. Nicht richtig getroffen, wenn ihr guckt. Ich ziele, drück auch ab. Und wenn ihr guckt, der Schuss fliegt hier. Habe ich ihn hier oben gestriffen und das war sein Glück. Weil sonst hätte er ein bisschen Schmerzen gehabt. Da habe ich ihn aber garantiert den Commander rausgeholt. So. Anderes Beispiel. Eine Arti. Tier 7 hat mehr Durchschlagkraft, mehr Damage. So. Dieser Panzer hier hat eine gewisse Turmpanzerung, die nicht gerade unschwach ist, von 90 mm. Und genau die hat mein Freund getroffen. Ja, ist immer wieder blöd. Da denke ich mir, komm, sag doch mal, wie das geht. Hab abgedrückt und treff ihn ganz schön hier oben in die Oberplatte. Und fuck ihn an. Der Grund ist, da wo ich ihn getroffen habe, ist einfach der Motor, weil der Motor ist bei dem hier, nicht dort hinten, da hinten ist der Lüfter. Der Motor ist hier inmitten des Panzers und nachdem ich hier getroffen habe und eine ansatzweise schwache Panzerung hat, habe ich ihn angefackelt. Allein durchs Brennen mache ich ihm somit 402 zusätzlichen Damage. Da sehe ich den VK-Ding mir draufschießen und sehe einen anderen Panzer. Den KV-1 wollte ich eigentlich abschießen, habe mir aber gedacht, ich ziehe auf den M6. Habe ihn dann leider nicht mehr gesehen. Ein Freund von mir sagt, komm, ich hole mir den KV-1. Magst du auch schießen? Ich so, ja, ich probier's. So. Er hat abgedrückt, ich habe abgedrückt. Entschuldigung für dieses Slow-Motion-Ding, aber ich mag diese Sache einfach. So, hier ist meine Granate. Und hab ne gegnerischen K... Ne, sorry. Nicht den KV-1 habe ich nicht, aber mein Freund. Aber ich habe den gegnerischen M6 gekillt. Mit voll Life. Hier ist der Schuss wahrscheinlich rein. Ja. Erstmal lol. 1200 stehen jetzt da. Ihr werdet die Wertung wahrscheinlich dann noch lesen können. Macht dann so Kurzvideos. So, da sehe ich den VK, der muss so kommen. Fahr weiter. Der müsste treffen und er hätte getroffen, wenn die Granate nicht dort eingeschlagen wäre. Tja, es sind immer diese typischen Glücksmomente und Fehlmomente bei WoT. So, ein Beispiel an alle Leute, die diese Sachen hat, okay? Leute, hört auf mit Gold zu schießen, um an eure Wertung zu pushen. Das ist scheiße. Niemand mag das. Jetzt nur so als Beispiel. Ihr seid ein 1375 und sagt, ich bin gut, ich spiele mit Gold, weil ich damit besser durchkomme. So. Hier ist nur mal zum Beispiel, hier ist ein 1375.
Seine Durchschlagkraft mit Standardmunition beträgt so 144 und mit Gold 202. Und hier ist ein T34. So. Nur um das mal zu veröffentlichen. Habe ich jetzt erstmal kurz weitergemacht. So. Ihr habt es gesehen, der 1375 kam durch. Und es ist auch ein folgender Grund, warum er durchkam. Hier, der T34 hat eine 102 mm Front. Und mit 142 Durchschlagkraft da durchzukommen. Hier, und der letzte Schuss auch nicht unter Wanne. Also, der Typ hat garantiert mit Gold geschossen. Das werdet ihr auch noch sehen. Hier, schöne Markierung. Ja, toll. Bringt dir sehr viel. Ja, das regt bestimmt sehr auf. Weil es ist auch scheiße. So. Hier hätte ich mir gewünscht, dass sie schneller gefahren wären. Da habe ich abgedrückt. Ich war zu nah dran. Ja. Tja, 17 Schuss sind übrig. Und da sehe ich unseren armen Prototypen, der jetzt gerade von diesen zwei hier getrollt wird. Was man nie gern sieht. Das finde ich jetzt echt scheiße, so mit Gold. So, da ich den gegnerischen M41 Bulldog, um nur mal zu zeigen, dass die Typen dumme Idioten sind. Entschuldigung. Aber das ist doch scheiße so. Ja, komm, ich bin schieß mit Gold. Werd rausgenommen. Und was macht man? Eiskalt. Das. Ja, das zeigt von sehr guten Spielen, mein Freund. 14.000 Gefechte, hätte ich echt mehr erwartet. Nein, das war die V. Upsala. Entschuldigung, hab nichts gesagt. Nee, aber guck mal. Hier, ein 1375. Der Grund, warum ich ihn nicht getötet habe, war leider. Ich traf ihn zwar richtig, aber ich traf ihn. Wenn ihr mal guckt. Ich kann irgendwie gerade mit denen nicht umgehen. So, hier vorne traf ich ihn. Und das überlebt er natürlich. Ja, da bin ich gestorben und das war das Ende vom Spiel. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Have fun und roll out.